Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Fahrenheit. Und beim letzten Mal waren wir hier mit der schönen Kader stehen geblieben und gucken uns ein wenig um. Ich glaube, hier gab es irgendwo noch eine Bonuskarte. Und die sacken wir natürlich noch ein. Hör ich mich? Ich glaube, ich irre mich doch. Okay, das Telefon klingelt. Und wir müssen rangehen. Ziemlich große Wohnung. Ein bisschen hier Kram hier. Aber okay, ist ja. Muss ja nicht mehr machen. So, dann gehen wir mal ran ans Telefon. Bist du taub? Hab gerade geduscht. Hast du was? Rein gar nichts. Sackgasse. Ich kann mit dem Lesezeichen aus dem Buch im Restaurant einfach nichts anfangen. Da steht eine Reihe von Zahlencodes drauf. Ist für mich nur ein Haufen Zahlen. Vielleicht fällt dir was ein. Wachs es doch rüber. Bin eh noch nicht müde. Ist sicher eine spannende Bettlektüre. Ja, okay, komm sofort. Ruf an, wenn dir eine Erleuchtung kommt. Ich bin noch eine Weile hier. Heute Abend dürfte es spät werden. Tja. Okay, bis später, Tyler. So, und nun müssen wir auf Tyler wechseln. Gucken mal, was er denkt. Normalerweise ließ ich Sam nicht gern allein zu Hause, vor allem momentan. Aber dieses Lesezeichen wollte mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich hatte das Gefühl, den Schlüssel zum Mörder so gut in der Hand zu haben. Ich spürte, dass ich die Schlinge schon fast um seinen Hals gezogen hatte. Und ich würde nun nicht nach Hause gehen, bevor ich nicht wusste, um was es sich bei dem Zettel handelt. Ja. Und wir müssen ja nun diesen kleinen Schnipsel aufheben. Und gehen jetzt mal zum Faxgerät hier und müssen das ja Carla faxen. Haben wir ja gesagt. Nehmen den Schnipsel wieder auf. Und der wackelt ganz komisch. Okay. Haben wir das jetzt gesendet? Legen wir ihn auf den Tisch wieder zurück. Und wechseln zu Carla. Und müssen nun das Faxgerät finden. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, wo das Ding stand. Machen wir die Mucke aus, weil wir wollen ja keinen Ärger kriegen. Ist ja leider etwas... Naja, da ist es doch. Gucken wir uns das Faxgerät doch mal an. Das Fax Lesezeichen aus dem Buch. Buchstaben und Zahlen. Was kann das sein? Ja, ich glaube, an dieser Stelle hatten wir verschiedene Möglichkeiten. Wir werden uns jetzt einfach erstmal anziehen. Ich glaube, das ist mal, wäre jetzt mal das Beste. Das Badezimmer. Und tschüss, schöner Anblick. Jetzt werden wir wieder zur Normal-Carla. Im Pulli. Und Hose. Nicht mehr so schön. Ja, ich glaube, wir mussten noch ein bisschen was im Internet recherchieren. Oh Gott, ich bin total durcheinander. Ich weiß gar nicht mehr, wie das alles ging hier. Aber ich glaube, wir müssen mal... ja. Wir gucken einfach mal im Internet und schauen mal, ob wir da aber vielleicht was finden über dieses Fax. Und zwar müssen wir Web, glaube ich. Das ist das erste Teil der Trilogie, bricht alle Rekorde. Wetter. Kälte fordert neue Opfer. Super. Ich rufe Tyler an. Aktienkurse. Haben wir da doch was gefunden. Gut, dann machen wir das gleich glatt mal, was wir rausgefunden haben. Und setzen mal Tyler in Kenntnis, dass dieses Blatt Papier, was wir da bekommen haben, möglicherweise irgendwelche Aktienkurse sein könnten. Oder irgendwas mit Aktien zu tun haben könnte.
Tyler Miles? Es sind Börsennotierungen. Das Lesezeichen stammt aus einer Bank. Börsennotierungen? Wie kommst du da drauf? Erzähl ich dir später. Irgendwie muss ich feststellen lassen, in welcher Bank die Liste gedruckt wurde. Klar, jetzt heißt es scharf nachdenken. Wer es zuerst findet, ruft den anderen an. So. Es klingelt an der Tür und ein stranger Mann steht davor. Aber ich erwarte niemanden. Wir gucken einfach mal, wer das ist. Öffnen einfach mal blind links die Tür, ohne reinzugucken. Ich hatte Langeweile und dachte, du als offizielle, nette Nachbarin würdest sie mit mir teilen. Wie auch diesen exzellenten Chablis. In meiner Funktion als nette Nachbarin schlage ich weder deine langweilige Einladung noch den exzellenten Wein ab. Ich nehme an, selbst eine eingefleischte Junggesellin wie du hat irgendwo ein paar Weingläser zur Hand. Müsste ich wohl haben. Nur wo? Setz dich, Tommy. Ich suche sie. Irgendwo verstaubt im Regal werden sie schon stehen. Ja, Tommy ist übrigens so... Ja, wie soll ich das jetzt gut erklären? Ist unser schwuler Freund. Wo zur Hölle hat sie denn hier eine Küche? Ach, blind. Mal wieder blind. Gucken wir doch mal im Regal nach. Und, ha, auf Anhieb. Nehmen wir doch mal die Weingläser. Flipp. Und bringen diese in Tommy. Können wir uns jetzt eigentlich hier... Flipp. Und auf geht's zum Saufen. So. Einen Toast? Okay. Auf was? Auf mich. Die Liebe. Was sonst? Auf die Liebe. Dann bechern wir mal fleißig. Flupp. Ah, unser Level ist so gut. So, wir reden mal ein bisschen über Tommy. Hast du einen Lover? Vor 2 Wochen habe ich jemanden getroffen. Er ist ein total netter Kerl. Arbeitet auch in einer Bank. Ich glaube, diesmal könnte es was Ernstes sein. So, wir machen mal verändert. Freut mich, dass du wieder besser drauf bist. Wir haben alle unsere Höhen und Tiefen, oder? Ich dachte immer, in New York schert sich niemand drum, ob jemand schwul ist. Die tun so aufgeklärt. Aber von wegen... Für die sind wir alles. Nur nicht normale Leute. Tja, immer noch diese Vorurteile. Und wir quatschen über Carla. Noch immer allein? Worauf wartet ein so hübsches Mädchen wie du? Such dir einen netten Freund. Eins ist in New York bestimmt nicht Mangelware. Attraktive Männer. Das kann ich nicht sagen. Ist mir zurzeit irgendwie nicht. Meine letzten Romanzen waren stets... Aber ich war noch nie in New York. Reinfall. Ich habe momentan auf nichts und niemanden Lust. Oh. Genug geplaudert. Schau, was ich hab. Oh weh, jetzt geht's ans eigene Tarotkarten? Um deine Zukunft zu lesen. Willst du damit sagen, du kennst dich damit aus? Meine Oma hatte es im Blut. Sie lehrte mich das Kartenlesen, als ich noch klein war. Sie übertrug ihre Wahrsagefähigkeit auf mich. Es funktioniert. Was die Karten sagen, tritt immer ein. Ah ja. Mal sehen, ob du deine wahre Liebe triffst oder ob du als verschrumpelte alte Jungfrau endest. Das hoffen wir ja mal nicht. Okay, alter Zigeuner. Und was muss ich nun tun? Also, nimm die Karten und misch sie gut. Okay, machen wir doch mal. Mischen wir mal die Karten. Nochmal. Jetzt gehen wir sehen. Leg schneller. Nimm 2 Karten. So, und nun müssen wir Karten wählen. Und zwar 2 Stück. Wir nehmen einfach mal diese. Es ist im Prinzip wirklich scheißegal, was wir nehmen. Weil es kommt immer dasselbe raus. Zeit, eine Flucht und große Gefahr. Leg 2 dazu. Die nächsten, die
Und jetzt wieder hier eine oben. Da ist jemand. Ja, du danke. Hätte ich doch bloß nicht gespielt. Angst. Er verbirgt ein Geheimnis. Nimm noch zwei Karten. Du musst unser Level runter, du blöder Sack. Ich will kein Tarot spielen. Ja toll, das wird ja immer abstrakter hier. Und ein Fluch. Großes Leid. Ja, vielen Dank. Ich sehe dunklen Tod und Schmerz. Tja, komm ruhig rüber, wenn du Unterhaltung brauchst. Tut mir ehrlich leid, Carla. Das ist keineswegs so lustig geworden, wie ich dachte. Ja. Ist schon in Ordnung. Dachte ich auch. Mal sehen, was ich noch an Schrecklichem erwarten darf. Hier noch zwei Karten. Ach Mensch, echt's nicht. Und das noch. Ein Kind. Zwei Schicksale. Ein Weg zum Leben, der andere zum Tod. Ja, Carla, lass uns genau. Aufhören. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Sowas habe ich noch nie aus den Karten gelesen. Normalerweise enthalten sie was ganz anderes. Ja, normalerweise. Du brauchst dich zu entschuldigen. Ist doch bloß ein Spiel. Ich glaube eh nicht an solchen Kram. So ist es. Tja, ich gehe dann wieder. Ja, es ist jetzt spät. Gehen. Erst unser Level sinken und jetzt einfach abhauen. So was liebe ich ja. Zu, dass du Land gewinnst. Seit wann interessierst du dich für Geld? Es geht um eine Untersuchung. Und du könntest mir da vielleicht weiterhelfen. Sag mal, kann man einer Börsennotierung entnehmen, in welcher Bank sie gedruckt wurde? Mit einem Fax nicht. Aber auf dem Originalpapier müsste ein Wasserzeichen drauf sein. Mit dem ID-Code der entsprechenden Bank. Der ID-Code steht im Wasserzeichen. Und danke, dass wir jetzt unser Level wieder prüfen. Danke, Tommy. Gute Nacht. Trotzdem sind wir immer noch angespannt. Ich war neutral. Verschwinde bloß, du Zigeuner. So. Böser Mensch. Okay, wir rufen natürlich jetzt selbstverständlich, ja, diese blöden Karten liegen natürlich auch noch hier. Wir rufen natürlich jetzt Tyler an, um ihnen davon zu berichten, was wir jetzt herausgefunden haben. Dass er sich den Schnipsel Papier doch mal ein bisschen genauer angucken sollte. Lucky, Lucky. Ja? Auf dem Lesezeichen müsste ein Wasserzeichen mit dem Bankcode drauf sein. Ich guck nach und ruf dich zurück. Jawohl. So, und daraufhin wechseln wir natürlich zu Tyler, um das zu entdecken. So, und zwar setzen wir uns erstmal hin. So. Dann schalten wir das Licht der Lampe an. Nehmen den Papierschnipsel. Und er wendet es etwas hin und her. Checkt gerade, dass es wahrscheinlich etwas zu dunkel ist. Und wir dürfen das Ding jetzt mal unter das Licht halten. Nicht weglegen. Oh. Ja, das hast du schon gemacht, die Bewegung. Hast schon einmal mitbekommen, dass es im Dunkeln doch etwas doof ist. Kollege. So. Hilfe, was bewegen Richtungstasten? Okay. Was, wie steuern die Lampe? Aha. Ich glaube, ich hab's. Plüpp, plüpp, plüpp. Tyler? Ich hab den Code. Es dürfte ein Kinderspiel sein, die entsprechende Bank zu finden. Genau. Diesmal haben wir ihn in der Hand. Ich glaube, ich statte der Bank morgen einen Besuch ab. Soll ich gehen? Ja. Okay, geh du. Wir treffen uns dann später auf der Wache und gehen alles durch. Bis morgen, Tyler. Bis morgen. So, Freunde, aber hier beende ich mal kurz den Part und im nächsten geht's dann weiter mit Lukas. Bis dann.